Willkommen zurück in unserem kleinen Weihnachtsknast. Ja, schönen guten Morgen. So, ja, wir sind von unserem ersten nächtlichen Ausflug zurück. Puh, es war Zellendurchsuchung bei folgenden Trotteln. Natürlich bei uns, ist klar. Ist aber nicht schlimm, wir haben das Zeug bei uns hier. So. Kein Problem. Wir halten uns erstmal bedeckt. Wir haben einen gelben Schlüsselabdruck bekommen. So. Bisschen chaotisch, ne? Das war ziemlich riskant, würde ich mal sagen. Aber nun gut, wir haben es geschafft. Aber leider war das der gelbe Schlüssel. Wäre ja schön gewesen. Hier von ihm war der. Müssen wir mal gucken. Wir machen jetzt gleich erstmal ganz normal unseren Job. Bringen dann die Sachen zurück. Ja, wir müssen dann mal gucken, wegen der super-duper Intelligenz, dass wir den Schlüssel herstellen, jetzt glaube ich. Vielleicht brauchen wir dann schon wieder Intelligenz, keine Ahnung. So, wir sehen erstmal zu, dass wir hier ganz normal unsere Arbeit machen. So, dann haben wir fertig. Einmal das. So. Nee, also das war jetzt, naja, das erst fürs erste Mal. Ein bisschen, chaotisch, aber immerhin. Immerhin. Es wäre natürlich genial gewesen, wenn es der rote Schlüssel gleich gewesen wäre, aber nun gut. Dann müssen wir halt nochmal ran. Kein Problem. Versuchen wir dann halt. So, das einmal. So, dann bitte. Und nochmal. So, rein damit. Ja, wenn wir jetzt den Job verlieren würden, würden wir uns entweder einen anderen besorgen oder halt diesen hier wieder. Eigentlich ist es ja praktisch, ne? Hier. So. Da haben wir es geschafft. Sehr schön. So, hier und da. So, hoch. Wir gucken, können wir jetzt einen Schlüssel herstellen? So, jetzt haben wir Kunststoffzellenschlüssel in Gelb oder Orange. Komm, wir legen den hier mal hin. Wir legen die Uniform hier hin und wir legen die Bettpuppe jetzt auch erst einmal hier hin, dass wir erstmal das Zeug los sind und dann gucken wir, machen wir morgen dann den nächsten Versuch. Ja, ich denke, so machen wir es, nicht jetzt heute schon wieder. Ich weiß nicht, wie viel Intelligenz haben wir jetzt noch? 71. Wir sollten dann vielleicht erstmal hier raus. Und so. Vielleicht sammeln wir gleich nochmal ein bisschen Intelligenz. Dass wir nicht unter 70 kommen, wegen dem Schlüssel. Gewinner der heutigen Zelleninspektion sind... Oh, wir nicht. Interessant. So, was hast du denn hier? Können wir uns erstmal wieder ein bisschen entspannen? So, oh, ich war echt aufgeregt. Ja, das hat nicht so gut funktioniert. Irgendwie mit den Tasten oder wie auch immer. Gleich haben wir auf jeden Fall Freizeit. Dann sollten wir vielleicht nochmal lesen. Wäre
geht's ihm nicht gut. So. Da kloppen sich welche, oder? Und der geht rein. Der kommt raus. Der geht rein. Der kommt raus. Da kommt einer. Der kommt raus. Der geht da wieder rein. Und der auch noch. Oh, da ist wieder richtig was los hier. So. Der kommt raus. Die gehen, der geht da noch rein und der da noch. Jetzt müssten wir gleich aber mal die Möglichkeit haben, da reinzukommen. So, der kommt raus. Wir gehen rein. Oh nein. Na, das war's wieder. 2 Punkte noch. Toll. Ach. Naja. Das ist echt schwer. Hier. So, der geht da wieder rein. Jetzt gehen sie da erstmal wieder alle rein. So, der kommt raus. Abendessen. Nee, komm, dann gehen wir essen. So. Und die kloppen sich erstmal wieder. Das ist okay. Machen wir gleich ein bisschen Sport. So. Was hat er denn hier? Ja, sowieso nichts Interessantes. Was hat er da? Ja, es lohnt sich nicht. So, was hast du im Angebot? Ich wollte dich gar nicht schubsen. Ich wollte gern wissen, was du hast. Der hat auf jeden Fall eine Waffe. Brauchen wir aber nicht. So, dann rennen wir gleich los. So, Sport. So, gleich mal hier drauf auf das Laufband. Dann trainieren wir weiter. So. Dann, ja, bin ich echt gespannt, wie wir das jetzt schaffen, wann wir dann einen roten Schlüssel finden, ne? Er hatte gelb. Dann gucken wir vielleicht nach diesem Jaden. Morgen Nacht. So. Dann ab zum Duschen. Da kloppen sie sich, sollen sie machen. Wir versuchen erstmal locker, nicht auffallen. So. Mal er da mit seinem pinken Höschen da, ne? Was haben wir eigentlich an? Grün, okay. Badehose oder sowas. Mike. Das ist Simon. Okay, komm, wir können ja mal gucken, was sie hier noch so Schönes haben. Ja. Zahnpasta. Talkumpuder haben wir ja noch. Talkumpuder, Zahnpasta, könnten wir dann nochmal so einen Abdruckmasse machen vielleicht. Muss aber jetzt nicht sein. Oder vielleicht machen wir gleich. Keine Ahnung, Zahnpasta. Ja komm, wir nehmen mal Zahnpasta mit. Ist ja nicht illegal. Kann uns ja nichts passieren. Hat er nicht gesehen. So, dann gucken wir mal hier. Haben wir jetzt auch nichts. Ein Metallblech haben wir noch. So, dann gucken wir mal bei unserem Nachbarn rein hier, was der noch Schönes hat. So. Ach. Auch nichts, was wir brauchen könnten, aber sein Bettding, ja, wir kommen ja schon raus. Riecht er sich gleich wieder auf.
Hier einmal machen wir schon mal wieder dicht. Das ist auch nicht schlecht. Dann gucken wir mal. Das ist, glaube ich, Talkum, Puder und Zahnpasta, ne? Glaube ich. Zahnpasta. Ja. So, jetzt müssen wir nur darauf achten, dass wir was Illegales in der Tasche haben. Knallbonbon wäre natürlich jetzt auch noch genial. Nehmen wir auch mit. So. Das, wir können es ja bei in der Tasche behalten. Ah, hier haben wir nochmal so ein Crafting-Ding. Da gucken wir jetzt mal rein. Robuste Schaufel. Sehr schön. Da haben wir wieder ein bisschen was gelernt. Haben wir ja auch schon lange nicht mehr gefunden, ne? Also, das freut mich auf jeden Fall. Baseballschläger. Halleluja. Wer ist das hier? Okay. Wir haben noch Freizeit. Ja, hier können wir nichts von gebrauchen. Also, wir haben jetzt nochmal so ein Ding, haben wir jetzt schon dabei. Das ist gut so. Hier ist abgedeckt. Den Rest holen wir dann morgen nach der Arbeit. Komm, wir gucken mal. Der hat ja auch so ein Ding. Ey, ey, was war das denn? Haben sie uns geklaut. Der hatte auch so ein Crafting-Ding dabei. Haben sie uns umgehauen. Warum? Ja, Abendappell. Dann brauchen wir jetzt auch nicht mehr gucken. Ist zu spät. Toll, haben wir das verloren. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Kaufen tun wir hier von nichts. So. Jetzt sind wir bestimmt wieder dabei. Ja, das war klar. Ist aber nicht schlimm. Kriegen wir hin. So, und dann machen wir uns startklar für morgen. Dann holen wir uns aber die Bettlaken gleich nochmal wieder ab. Und dass sie uns die nicht gleich wieder abreißen. Aber das kriegen wir schon hin. Das ist jetzt nicht so schlimm. Hier machen wir weg. So, dann warten wir. Ja, der kommt, der guckt. Das ist gut so. Dann können wir wieder hinhängen. So, dann haben wir es geschafft. Der Schlüssel ist fertig. Der erste. Wir speichern jetzt und dann werden wir versuchen, ja, morgen den nächsten Schlüssel zu bekommen. Ich bin gespannt drauf, ehrlich. Ich hoffe, dass das wieder einigermaßen funktioniert. Und ja, bis dahin wünsche ich euch heute noch einen wunderschönen Tag. Macht es gut, bis dann. Tschüss.